Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.35. Haben wir heute den Range Rover aus dem Jahr 2018 und ich muss ja wirklich sagen, der sieht so richtig mega fett aus. Wow, was für ein Wagen. Gefällt mir ganz gut. Obwohl ich ja so ein VW-Affe bin, muss ich sagen, ja, schicker Wagen. Gefällt mir gut. Gut, dann gehen wir doch mal zum Rover-Händler. Und wir werden natürlich hier Ken haben, ne? Wir werden ihn, egal wo, könnt ihr ihn natürlich wieder bei jedem LKW-Händler aussuchen. Weil, ja, ihr merkt schon, wieder aus der türkischen Republik. Und ja, die werden sich auf jeden Fall freuen, wenn das nächste DLC in die Türkei geht, ne? Gut, alles klar. Wir haben erstmal hier vorne gar nichts zu machen, aber wir haben die Möglichkeit, eine 4,4 oder eine 5-Liter-Maschine. Wenn, dann nehmen wir natürlich eine 5-Liter-Maschine. Anders geht das dann sowieso nicht. 680 Newtonmeter. Ob der oder ob die Mod-Community das immer so anpasst, eher nicht, ne? So, 8 Gang. ZF-Getriebe. Also Automatik. Wird es wahrscheinlich sein. Und dann haben wir hier, ja, Automatik, hier sieht man schon. Könnt ihr euch in Rot oder halt in Schwarz das aussuchen. Ja, so ein Beige-Ton wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Und dann bei den Farben, ja, ihr merkt, man kann hier ein bisschen rumbasteln. Naja, gut. Lassen wir es mal so. Und der Mod ist ja, 57 MB groß. Man kann jetzt nicht so viel machen. Man kann hier ein türkisches Nummernschild dran schrauben, wer es braucht. Und dann hier noch ein paar fette Felgen. Eins, was hier so auffällt, ne, da müsst ihr aber auch die Reifen dementsprechend noch anpassen, dass das Gummi quasi nicht zu niedrig ist. Würde auf jeden Fall in Deutschland nicht durchgehen. Ja, da würde TÜV sagen, also geht das nicht mit den breiten Reifen, weil der Gummi über den Radlauf ragt und das wird auf jeden Fall nicht gehen. Ja, der, so muss ich sagen, ist der Mod ja richtig geil, aber mir fehlt noch das eine oder andere. Ja, man hätte hier oben noch das Dach irgendwie noch anders machen können, also lackiert, schwarz, ja. Oder weiß oder wie auch immer, so wie man das halt mag. Ne? So, dann machen wir das Licht an. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal raus. Bei 61.000 sind wir dabei. Und gucken mal an, wie der sich so anhört. So, dann Attacke Hü. Motor an. Ja. Ist schon... schöner Wagen. So, Blinker, das geht auch alles. Licht. Geht mal rein. Ist schon so ein Digital-Tacho, wa? Uiuiui. Ah ja. Hat man schon mal gehört, ne? Ui. Aua. Gut, ich würde sagen, wir machen eine Sache, was wir immer gerne machen. Wir machen mal einen Speedtest. Dafür gehen wir schnell mal auf die Autobahn. Und gucken mal, wie der Wagen sich so verhält. Auf der Autobahn. So, hier hin. Machen wir mal das Navi an. So. Oh ja, macht gleich los. So, dann würde ich sagen, holt eure Stoppuhren raus. Wir machen mal auf die Plätze. Fertig. Und los. Und 100. Ja, war ein bisschen schwerfällig. Mal sehen, wie schnell der von 0 auf 100 war. Jetzt haben wir hier natürlich eine Baustelle. Oh. Wir sind schon bei über 200. Oh, 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 oh. So. Lag da eine Katze oder was? Das war jetzt. Da ist ja irgendwo eine Bodenwelle gewesen. Also, ihr könnt ja nochmal gerne reinschreiben, wie schnell ich denn war. Ah, jetzt werden wir es nicht mehr schaffen.
der hat auf jeden Fall ordentlich Bums, ne? Und hier kommt schon wieder eine Baustelle. Was ist denn hier los? Oh. Rauskomm. Nee, der haut irgendwann. Der haut irgendwann mal richtig ab, ey. So. Zu Ende mit dem Speedtest. Der Wagen. Der schafft es nicht mehr. Ja, gut. Kurze Modvorstellung von diesem Auto. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen da lassen. Und ja, ich werde immer noch mal. Immer wieder mal ein Auto bringen. Aber nicht immer. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.